spiritueller werden, das mir nachempfinden. Es könnte uns zum Beispiel Folgendes passieren. Wir sind in einem kleinen Garten, in einer kleinen Gartenwirtschaft in der Nähe von Wetzlar an der Lahn, wo meine Großeltern lebten, mit ein paar Studienkollegen meines Bruders an einem Tisch und wir unterhalten uns über die Duineser Elegien von Rilke, die damals sehr besprochen wurden. Der eine hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, mein Bruder schrieb über Rilke im Allgemeinen, mit Rilke und seine Zeit und so weiter. Wir unterhielten uns über so. Da war an einem anderen Tisch, saßen SA-Leute. So, aus dem Lande, ja. Die hörten uns sprechen, hörten zu, worüber wir sprachen. Das war für die wahrscheinlich türkisch. Da stand plötzlich einer auf und wurde unangenehm. Das dumme Geschwatz da, das kann man sich ja nicht anhören. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat. Er wurde aggressiv. Wir sind Ich wurde verfolgt, bestimmt. Mein Leben war bedroht. Am Schluss, als ich in Sachsenhausen war. Es war dort jede Stunde, jede Minute bedroht. Verfolgt. Also Hochschulstudium war mir versagt, heiraten war mir versagt. Warum? Als Halbjüdin durfte ich nicht heiraten und durfte kein Hochschulstudium. 1995. Die Söhne der Exilierten. Mischa Wegner. Sein Vater, der renommierte Schriftsteller Armin T. Wegner, hatte damals einen offenen Brief an Hitler geschrieben. Darin war die ganze nationale Katastrophe vorausgesagt. Durch mehrere deutsche Konzentrationslager sei sein Vater daraufhin geschleift worden, um ihm zu demonstrieren, wie tief die Intellektuellen doch gesunken seien. Kasperliade. Gleich wirst du mir sagen, nicht zu viel, ich weiß nichts, von welchem Lande du zu Hause bist. Von einem Lande, das nicht mein gehört. Franz Poksi, 1858. Und als Hitler kam, war ich noch sehr jung. Und meine Mutter sagte, in Deutschland ist jetzt jemand in der Regierung, der die Juden verfolgt. Und wir sind auf der Seite der Verfolgten. Und so habe ich gelernt, dass wir Juden sind, sonst haben wir keine... Ja, man kann nicht wissen, aber ich glaube das ja. Aber ich war ja aus Deutschland ausgewiesen, zu meinem Glück, also damals, ne? Ja, das war sehr schreckliche Sachen. Ähnliches und anderes wurde weiß und ich dachte, jetzt bricht er aus, irgendwas passiert. Und ich ballte die Fäuste in den Manteltaschen und wir sind zurückgegangen, da hat er gesagt, ab jetzt gehöre ich zu diesem Volk nicht mehr, bis diese Verbrecher weg sind. Ja, gezwungen? Gezwungen? Moralisch war ich natürlich gezwungen. Ich war also Halbjude, ich galt unter dem Titel Halbjude. Und damit war meine Existenz sehr stark gefährdet. Und da habe ich gemacht, dass ich weg war. Aber da hatten wir vor allen Dingen immer wieder diese Bedrängung von denen, wir müssen die Arier-Nachweise aufbringen. Von mir wussten sie ja schon, gibt's nicht. Und mein Mann hatte einen Großvater, der unehelich geboren war. Da ging also auch nicht weiter. Und wir konnten die also nicht bedienen mit Arier-Nachweisen von mehreren Generationen. Chronik. Im Januar 1933 etabliert sich in Deutschland das Hitler-Regime. Aus unterschiedlichen Gründen Pressionen ausgesetzt, entschließen sich in den folgenden Jahren viele Deutsche zum Exil. Auch Italien nimmt die Flüchtlinge aus Deutschland auf.
Wieso hat Mussolinis Italien Flüchtlingen aus Hitlers Deutschland Asyl gewährt? Das Königreich Italien verstand sich traditionell als klassisches Reise- und Auswanderland sowie als Durchgangsland wegen seiner schönen Häfen. Für diese Kultur sollte es keine Barrieren geben und auch nicht für den ertragreichen Tourismus, der damit verbunden war. Wie aber konnten verfolgte Juden sich ausgerechnet im Stammland des Faschismus sicher wähnen? Kein Wahn. Mussolini, mit Blick auf das, was sich da gerade in Deutschland anbahnte, befand gelassen: Der Nationalstolz braucht durchaus keine Delirien der Rasse. Er öffnete den Bedrängten großzügig die Grenzen zu seinem Reich und sie kamen. Wobei unerwünschten Individuen, politischen Journalisten etwa, die Einreise per Liste versagt werden konnte. Diese Listen kamen mit deutschem Gruß von der Gestapo. Ein Koffer, der war so groß und eine Wolldecke. Meine Mutter sagt, bist du verrückt? Ich sage, nee, weißt du, irgendwie muss man sich ja wohl zudecken. Wer weiß, wo ich hinkomme und ob da was ist, wo ich hinkomme. Eine Wolldecke ist eine Wolldecke. Hatte ich so einen Lederriemen rum, den kleinen Koffer und die kleines Lexikon drin und die Wolldecke. Ja. Das war alles? Das war alles, ja. Warum ausgerechnet Italien und nicht ein anderes Land? Naja, das fragen Sie jetzt. Hab ich doch genug erzählt. Naja, das war eben einfach verlockend. Wo sollen wir denn hin als Künstler? Sehr gern. Warum? Weil ich glaube, jeder fühlt sich wohl in Italien. Glauben Sie nicht? Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Nein, fühlt sich nicht jeder wohl in Italien? Also, und, aber ich hatte auch andere Länder gern. Nein, ich glaube, dass die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, muss ihn wahnsinnig geschmerzt haben. Ein Literat, einer, der schreibt, lebt in der Sprache. Und die Sprache ist dort, wo sie gesprochen wird. Weggehen heißt, das Lebendige dessen, womit man sich beschäftigt, zu verlieren. Aber ab 35 hatten wir keine Pässe. Nirgendwo durften wir hin. Eine Schulfreundin von mir, deren Mann in der Partei war als junger Anglist der Uni, der hat es arrangiert, wie man überall im Leben, also auch in Italien, das größte Wort ist arrangiarsi, nicht? Man muss sich arrangieren, dass wir Pässe bekamen. Und da sind wir 37 raus. Und dann hat mein Mann natürlich gesagt, es ist verrückt, dass wir von Nazis zu Faschisten gehen. Und da ist er mit einem sehr guten Devisenschmuggel unserer Luxemburger Freunde nach Paris gegangen und wollte uns da in Pied-à-Terre schaffen. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen. 60 Jahre danach. In Mailand präsentiert eine Ausstellung dies fast vergessene Phänomen Hitlerflüchtlinge in Italien. 3.500 waren es bis 1938. Ja, die anderen Länder waren bereits zu. Viele jener Exilanten hatten sich früher schon mal in Italien umgetan. Sie kannten schon die italienische Kultur und die italienische Küche. Sie gingen somit nicht unbedingt in die Fremde. Der Maler Roland Hettner, Meisterschüler bei dem verfemten Otto Dix in Dresden und überdies auch noch eine Jüdin zur Frau, flog 36 aus der Reichskammer für bildende Künste. Italien aber war sein Geburtsland. Es war eben der Reiz seines Ursprungs, vermutet der Sohn. In Italien konnten Vater und Mutter eine neue Existenz beginnen. Die Gründe für die Emigration seien also kulturelle und politische und rassistische gewesen. Max Reinhardt, aus einem deutschen Theater gefeuert, kam 1933. Während zweier Jahre schuf er 5 glanzvolle Inszenierungen in mehreren Städten Fascio Italiens. Dann verabschiedete er sich nach Amerika.
Ein Schriftsteller war nach Paris emigriert, Stefan Andres. Er hatte eine Halbjüdin zur Frau, das war in Deutschland ein offizielles Pech. Dann aber die Underdog-Existenz der ungeliebten Exilanten in Frankreich und Rassismus auch da. Von einem Studienaufenthalt her kannte er Positano. Da wurde nicht um Rasse gefeilscht und billiger zu leben war dort allemal. Alia Jagda, 1937. Mein Mann war also ein himmlischer Optimist, der immer wieder erklärte, also du siehst doch selbst die Entwicklung, das kann nicht länger als 2 Monate dauern. Und damit möchte ich sagen, von 2 Monate zu 2 Monate hat er mich auch immer wieder also durchgezogen, die ich sehr oft ein bisschen an Verzweiflung war, weil ich ja sagte, offiziell war ich ja diejenige, die ihn also gehindert hat an allem. Bella Italia. Oh, hier tot zu liegen, das wäre ja schön. Unendlich schöner als in Deutschland zu leben. Goethe, 1786. Albrecht Dürer schon hatte die Alpen überschritten, 2-mal. Und nach ihm immer wieder welche, die deutsche Malerzunft. Auch unter Mussolinis Ägide zog es eine ganze Schar hierher. Das waren entartete Maler. Die waren ja in Italien, weil sie entartet waren, weil die auf der Ausstellung entartete Kunst vertreten waren. Die hätten keine Arbeitserlaubnis bekommen in Deutschland. In Italien war das anders, ja? Och, in Italien. Da passiert überhaupt nichts. Nein, nein, im Gegenteil, sie haben alle ausgestellt, also wenn sie konnten. Ich war ja eine Null, verstehen Sie? Ich bin von Deutschland gekommen mit einem geradezu niederschmetternden Realismus. Gell? Also, Sie wären nicht Gefahr gelaufen, als entartet zu werden? Ich nicht, nein. Bei mir war das eine reine Rassenfrage. Reine Rassenfrage. Ich habe es komisch, wie manche Leute sich erinnern an die guten Sachen und manche erinnern sich nur an die traurigen. Dass man nicht mit seinen Eltern zusammen sein kann und dass man nicht weiterkommt. Und im Falle, dass man in Situationen ist, wo man nichts zu essen hat, hat man nur an eine Sache gedacht und nichts anderes, zu fressen. Wo kriege ich das nächste Stück Brot her? Brot, Brot, Brot. Ja, Gott, als junger Mensch ist Ihnen das alles ganz egal. Das ist ein Abenteuer. Es war so lustig und sind wir da in ein Lokal gegangen, dann in ein anderes. Das war sehr schön. Habe ich gesagt, erinnerst du dich, wie es war? Keine Ahnung mehr. Sie erinnert sich nur an traurige Sachen. Wie kommt das? Ist doch eigenartig, nicht? Ich spreche nicht für mich selbst, wenn ich behaupte, dass alle diese Immigranten harmlose und anständige Menschen waren, einzig um ihre Selbstbehauptung besorgt und fern von jeder propagandistischen Tätigkeit gegen Deutschland oder das faschistische Regime in Italien. Der Philosoph Karl Löwitt in seinen Erinnerungen. Frankl, der Sohn eines entlassenen Professors der Romanistik, hatte eine kleine arische Schwäbin zur Frau. Sie hausten mit ihrem Kind in einer ausgebauten Garage, so proletarisch, dass sie selbst ihre paar Möbel zimmerten. Fräulein Jastrow war von Beruf Archäologin. Sie hatte ein Stipendium aus den USA, sortierte ägyptische Tonscherben und verkehrte, zurückhaltend und ängstlich, mit einigen Fachgenossen. Strauß, ein entlassener Dozent der Kunstgeschichte, hielt sich an seine musikalische Begabung. Er gab Klavierstunden und genoss dabei seine Freiheit in Rom. Der Maler Sandstein war schon durch seinen freien Beruf so unpolitisch wie nur möglich. Er hat mit seiner Frau eine kleine Pension aufgemacht, um sich mit ihrem erwachsenen Sohn, der im Fascio war und italienischer Offizier werden wollte, recht und schlecht durchzubringen.
Nel settembre 1938 Mussolini compie una visita in Friuli. Geflüchtet vor dem Faschismus im Vaterland, nach Italien ins Vaterland des Faschismus. Ich möchte sagen, jeder liebt sein Vaterland, so wie man seine eigene Familie liebt. Und zu wünschen zu müssen, dass dieses Vaterland untergehen muss, weil wir sonst diese Verbrecher niemals losgeworden wären. Das war eine sehr also, zwiespältige Situation für uns beide. Ein verfolgter Deutscher, in Milano untergekommen, hat dem Führer des Fascio ein Ex-Libris gewidmet. Aber hatten sie nicht allerdings allen Grund zur Dankbarkeit? In Paris war 1935 ein antifaschistischer Schriftstellerkongress zustande gekommen, zur Verteidigung der Kultur. Und aus allen Exilländern waren sie angereist. Von den in Italien versammelten Exilanten nicht einer. Sie haben immer gedacht, ja, wieso bist du denn da hingegangen? Ich sage, naja, man musste ja nicht groß als deutscher, jüdisch und politisch Verfolgter da auftreten, nicht? Man konnte sich ja auch still verhalten. Wir haben unseren Pass gefälscht. Das ist ein Mönch gewesen. Er wollte nicht, dass ich das dort mache. Er hat mir nur gesagt, draußen in einem Kaffeehaus. Kam wieder zurück zu ihm. Wir haben dann angesehen, es sah gut aus. Und ich schwöre, dass das wahr war. Aber ich möchte nicht, dass diese Mönche irgendwie in Trouble geraten. Denn ich weiß, sie haben allen geholfen. Ich habe keine Gewissenswisse. Ich war im KZ. Alles ist möglich, ja. Der Traufe entkommen in den Regen. Vieles ging sie einfach nichts an. Nicht der kriegerische Piratenstreich Mussolinis gegen Abessinien 1935, nicht einmal Mussolini Schulter an Schulter mit Hitler im spanischen Bürgerkrieg. Die Politik ihres Gastlandes, Italien. Entkommen in den Regen, der unpolitisch vom Himmel fällt. Aber die Traufe kam ihnen hinterher. Frühling 38. Vorbereitungen für den großen Staatsbesuch des deutschen Führers beim Duce. SS und Sicherheitsdienst brachten den örtlichen Präfekturen Listen mit deutschlandflüchtigen Individuen, die Schlimmes im Schilde führen könnten. Die Gestapo erklärte, die Juden hätten ihre staatsfeindliche Gesinnung bereits durch die Flucht unter Beweis gestellt. Sie galten daher grundsätzlich als verdächtig. So geschah, dass ein paar hundert Exilanten die italienische Reise Adolf Hitlers unversehens hinter Gefängnisgittern verleben mussten. Der Schriftsteller Walter Hasenclever in einem Brief: Man hat mich hier nebst vielen anderen während des berühmten Besuchs eingelocht. Die Leiden haben Gott sei Dank nur 10 Tage gedauert und waren nicht von Pappe. Die hiesigen Behörden, deren Organe übrigens sehr human und kulant waren, mussten auf Befehl ihrer Gäste handeln. Sagen wir mal nur der Anlass nachher. Er hat mit einem jungen Faschisten eine furchtbare Auseinandersetzung gehabt. Denn da gab es ja in einem bestimmten Lokal, das nannte man Doppellavore, ein bisschen Richtung Kraft durch Freude. Und da war immer das, wie wir es nannten, das Dreigestirn. Ein Bild von dem Mussolini, vom König und natürlich auch vom Papst, die drei. Und als wir einmal dahin kamen, da hatten die ein Bild von Hitler auf. Und da hatte er natürlich schon einigen Wein in sich und dann hat er das an den Boden gerissen. Er hat gesagt, ich bin nicht aus meinem Vaterland weggegangen, um die Fratze auch jetzt wieder vor mir zu haben. Nach Hitlers Besuch im Mai 38 sprach die Propaganda von der Achse Rom-Berlin.
und im Herbst überraschte die Regierungszeitung mit einem handfesten Ausweisungsdekret. Alle ausländischen Juden haben das Königreich binnen 6 Monaten zu verlassen. Mussolini. Das schlug ein in den Quartieren der Exilanten. Und kurz danach platzte eine zweite Bombe. Diesmal gegen die einheimischen Juden. Gesetze zur Verteidigung der Rasse. Es gibt heute eine reine italienische Rasse. Die Juden gehören nicht zur italienischen Rasse. Der italienische Wissenschaftler Primo Levi. Damit das Rad sich dreht, damit das Leben lebt, dazu bedarf es des Unreinen und des Unreinen vom Unreinen. Es muss den Dissens, das Andersartige, das Salz und das Senfkorn geben. Der Faschismus möchte dies nicht. Er verbietet es. Und deshalb bist du nicht Faschist. Er will, dass alle gleich sind. Und du bist nicht gleich. Die italienische Pianistin Mia Tannenbaum. In Italien ist auf einem gewissen Niveau der Kultur niemals Antisemitismus gewesen. Ich kenne keine Menschen aus meinem Milieu, die Antisemiten waren oder die irgendwie Angst hatten, mit Juden, die ihre Freunde waren, im Kontakt zu bleiben. Niemand. Das existierte nicht. Etwas war in Bewegung gekommen. In unguter Richtung, mit ungewissem Ziel. Und gab denen recht, die schon immer geunkt hatten, das geht nicht auf Dauer gut mit diesem Fascio-Italien. Der Titel dieser dokumentarischen Ausstellung: Zuflucht auf Widerruf. Die Söhne des Exils sind den ethischen Fragen auf der Spur. Auf manche Fragen haben wir Antworten gefunden, sagen sie, andere suchen wir immer noch. Meine Mitarbeit an dieser Ausstellung ist Teil dieses Ringens um Antworten, auf die wir vielleicht nur in Zukunft kommen werden. Die Kultur, postuliert der andere, die Kultur kennt keinen Hass. Seine Eltern seien der deutschen Kultur verbunden gewesen und Kultur bleibe eben Kultur, auch in hässlichen Zeiten. Kultur sei die Kraft, meint er, die hilft, die bösen Zeiten einer Nation zu überwinden. Für Italien, das ist die lange Geschichte von Goethe und vielleicht noch weiter zurück, warum deutsche Kultur gut nach Italien kommt und sich hier wohl zu Hause fühlt. Es ist sehr interessant. Es ist ganz, ganz sicher nicht das Romantische, was sich die meisten Leute so vorstellen mit Italien. Sondern ich bin der Meinung, dass das viel eher mit der damaligen Rauheit der Wirklichkeit zu tun hat, mit der man lebte. Die Menschen waren echt. Sie waren das, was man ihnen ansah. Sie waren das, was sie darstellten. Sie waren ehrlich. Ich bin ja später dann ausgewiesen worden. Die haben sich ja dann 38 den Rassegesetzen angeschlossen. Und da hatte ich eben ein drittes Kindchen geboren und war also so krank, dass der Arzt und der Pfarrer des Ortes zu den Faschisten nach Salerno gegangen sind und haben denen gesagt, transportfähig ist die Frau nicht mehr in die Klinik. Also es geht gar nicht, die kann gar nicht weg. Wahrscheinlich landet sie auf dem Friedhof nebenan. Das wusste ich alles natürlich nicht in dem Zustand. Wissen Sie, ich sage immer, ich habe einen Schutzengel gehabt. Ich habe einen Schutzengel. Ich bin wie von einem Schutzengel begleitet durch diese ganzen Maschen gekommen.
manchmal ist ja eine Krankheit auch ein Geschenk, nicht? Ja. Dass man einfach also nicht so betroffen wird, wie man sonst wäre, wenn man stark ist. Am ersten Abend, also da waren auch jüdische Mädels, die also sonst nicht solche Arbeit machen, aber die haben, mussten Geld verdienen. Und da kamen einige junge Leute und haben uns auch zum Tanzen aufgefordert. Und da sagte einer, ob ich auch der Meinung bin, dass es war so ein bestimmter Tag, wo alle Juden mussten das Land verlassen. Und ob das für mich auch ein schlimmer Tag ist. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich sagte, also Sie sind auch eine Jüdin, ja. No, und da waren sie sehr sympathisch und sehr nett, also haben uns eingeladen, etwas zu trinken und haben uns auch nach Hause begleitet. Warum müssen alle Juden das Land verlassen, Nina? Warum? Wer weiß warum? Ich weiß es nicht. Warum mussten die Juden verlassen? Italien. Ja, warum? Ich werde Ihnen eine komische Geschichte erzählen. Meine Schwester ging im Ministerium, um ein Dokument zu holen. Und da hat sie gesagt, dass sie Jüdin ist. Und da hat dieser Beamte gesagt, so jung und schon Jüdin. Doch das Ausweisungsdekret zur Säuberung des Königreichs von ausländischen Juden erwies sich als nicht recht durchdacht. Denn Italien zu verlassen, wie verlangt, fehlte den meisten das Geld. Und ausweisen, wie angedroht, ja wohin denn? Deutschland würde noch nicht seine Juden wieder haben. Und auch andere Länder zeigten sich da inzwischen reichlich zugeknöpft. Also wurde das Mussolini-Dekret nach 6 Monaten wieder ausgesetzt. Die Rassengesetze gegen die italienischen Juden allerdings blieben. Und es blieb eine Unsicherheit und eine Furcht blieb. Wer es aufbringen konnte, sah zu, dass er wegkam von hier. Nach einem anderen Exilland, irgendwo in der Welt. Der Polizist, der mich rausließ, sagte, er wusste über alles Bescheid. Und habe meinen Namen gesagt und der Mann kam dann mit einer dicken Mappe über Heinz Wissler und las mir einige Stellen vor. Du hast in Milano in einer Pension illegal gelebt. Du hast manchmal für die schwarzen Marktleute so Aufträge gehabt. Wir haben sie nicht verhaftet. Wir haben gesehen, sie sind harmlos und nette Jungs. Und wir wünschen ihnen viel Glück. Ich will nur eins, dass sie nie vergessen, wie anständig die Italiener gewesen sind zu vielen Immigranten. Der Kommunalpolitiker Aldo Natoli. Damals Student der Medizin, dann kam der spanische Bürgerkrieg und er wurde politisiert und Antifaschist. Le leggi cosiddette per la difesa della razza furono emanate nel settembre del 1938. Die italienischen Gesetze vom September 38 zur Verteidigung der Rasse seien unüberhörbar eingeläutet worden durch eine Propagandakampagne von Seiten des faschistischen Regimes. Da parte del regime fascista. Per cui credo che si possa dire che i miei. Deshalb hätten diese Gesetze ihn und seine Freunde keineswegs überrascht. Sie hätten sowas geradezu erwartet. Nein, überraschend. Überraschend, denn man glaubte nicht, dass Italien so verbunden mit Deutschland wäre, dass dann Hitler so viel zu sagen hätte. Ecco perché ho detto che forse non ci fu sorpresa. Ce l'aspettavamo. Eine Überraschung also seien diese Gesetze nicht gewesen. Trotzdem, sie hätten Empörung hervorgerufen und Verzweiflung. Nicht nur bei seinen jüdischen Freunden, sondern auch unter den jungen Antifaschisten. Eine irreparable Annäherung an die Unmenschlichkeit des Narzissmus. Un fatto irreparabile. Accettazione e di collaborazione nel progetto più inumano. Ich durfte nicht ein Abitur machen, ich durfte nicht ein Diplom im Konservatorium haben. Primo Levi.
Vor wenigen Monaten waren die Rassengesetze verkündet worden und auch ich wurde zum Einzelgänger. Meine christlichen Kommilitonen waren anständig, weder sie noch die Professoren haben sich je in Wort und Tat feindselig gegen mich verhalten. Aber ich spürte, wie sie von mir abrückten. Und auch ich zog mich, einer uralten Handlungsweise folgend, von ihnen zurück. Jeden Blick, den wir tauschten, begleitete ein winziges, aber wahrnehmbares Aufblitzen von Misstrauen und Argwohn. Was denkst du von mir? Was bin ich für dich? Derselbe, der ich vor 6 Monaten war? Deinesgleichen? Oder der Jude, der unter euch nicht euer lache? Zur Backfischzeit ist Mia Tannenbaum einem römischen Jüngling begegnet, im Konzertsaal. Natoli, das war während des Faschismus. In den Konzerten war diese merkwürdige Sache, dass das faschistische Hymnen man spielte. Und das spielte man, dieses faschistische Hymnen. Und der Einzige, der nicht aufgestanden ist, war Aldo Natoli. Und so haben wir uns angeschaut und haben uns kennengelernt. Und durch die Familie Tannenbaum ist diesem römischen Jüngling die deutsche Klassik zugefallen. Hölderlin vor allem. Vor allem Hölderlin. C'è una poesia di Hölderlin che si chiama Hälfte des Lebens. Die Bauer stehen sprachlos und kalt. Die Gefängniszelle, in die das Mussolini-Regime den jungen Kommunisten für 5 Jahre einquartiert hatte, diese Wände waren tatsächlich sprachlos und kalt. Frauen wollen nie sagen, wie alt sie sind, aber wir waren sehr jung. Im Winde klirren die Fahnen. Als Anfang Juni, gleich nach dem Eintritt Italiens in den Krieg, die Ausländer, speziell die Juden, natürlich Angst hatten, dass sie irgendwie verhaftet werden würden. Und ich war mit einem tschechischen Freund verabredet im Casino Valadier, wo wir sehr oft unseren Kaffee tranken. Und er kam nicht. Und er war sonst die Pünktlichkeit selbst. Ich rief also in seiner Pension den Pension Schmidt an und fragte nach ihm. Und da antwortete mir die Pensionsbesitzerin, eine Schweizerin, mit weinender Stimme, ja, man hätte ihn eben abgeholt und mir würde ja wahrscheinlich auch das Gleiche passieren. Im Juni 1940 begibt sich Mussolini an der Seite Hitlers in den Krieg. Alle Angehörigen gegnerischer Mächte, die sich in Italien aufhalten, werden in Gewahrsam genommen. Auch die ausländischen Juden, als Angehörige des feindlichen Weltjudentums. In Rom versichert sich Arthur Leiser, Exilant aus Berlin, seiner Zahnbürste. Und so war es auch. Sie kamen sehr höflich. Und na, ich war ein junger Mensch und sie sagten ja, sie möchten doch zur Überprüfung meiner Dokumente, möchte ich sie auf die Questura begleiten. Und sage ich, na, wird das sehr lange dauern, weil ich natürlich schon eine gewisse Ahnung hatte. Und da meinten sie, ach nein, lange wird es nicht dauern. Aber man kann nie wissen, Zahnbürste und Zahnpasta und so weiter, nehmen Sie sich doch nur. So, und dann bekamen wir unsere Sachen und man sagte, wir kämen fort. Aber kein Mensch sagte uns, wohin. Und da begann natürlich die fürchterliche Angst. Und ich machte es dann so, das heißt, mein Freund, der Herr Mautner, der wohl irgendwie im Gefängnis auch Nachrichten bekommen hatte. Also jedenfalls, der sagte, es sieht sehr böse aus, wir werden wahrscheinlich nach Deutschland
abtransportiert werden. Aber Arturo, macht dir keine Sorgen. Ich habe hier 2 Ciankali-Kapseln. Die habe ich hier in der Tasche drin. Die hat man nicht gefunden. Und wenn so etwas passieren sollte, für uns beide reichen die. Dann wurden ihnen Sträflingsketten angelegt. Aneinander gekettet wurden die verhafteten Juden zur Stazione Termini geführt. Aber immer mit der furchtbaren Angst im Nacken, wo geht es hin? Bahngleise nach Süden, Bahngleise nach Norden. Und das waren wirklich die schlimmsten Minuten in meinem ganzen Leben, die ich hatte. Ich hatte ihr damals gesagt, sie könne sich doch, wenn sie wolle, für Anna und die anderen Mädchen einige meiner Abendkleider nehmen. Wer weiß, wie lange ich im Lager blieb. Und sie wurden ja doch unmodern dann. Konzentrationslager siedeln immer in der Nähe von Bahngleisen. Ferramonti Tarsia, Provinz Cosenza, Süditalien. Die Autostraße gibt es hier erst neuerdings. Sie durchtrennt das Gelände des Konzentrationslagers. Vom Lager ist heute nichts mehr da, so gut wie nichts. Ein Gedenkstein erteilt Auskunft, dass hier von 1940 bis 1943 2000 hinter Stacheldraht gelebt haben. Das ist alles. Ich habe keinerlei Hassgefühle oder irgend sowas gegen Ferramonti. Im Gegenteil, das war eine Rettung. Ja. Ich sehe das so. Es ist ganz und gar kein deutsche Farniente hier. Es ist das bittere und graue Nichtstun, das die Gefangenschaft mit sich bringt. Der Hunger im Lager für die, welche außer der Dekade kein Geld haben, ist sehr unangenehm. Aber es ist kein Hunger, von dem man sterben kann. Die Unbequemlichkeiten, an die gewöhnt man sich. So wie man sich an die aufgezwungene Gemeinschaft gewöhnt. Also wirklich kein Mensch hat jemand dort beleidigt oder irgendwas Schlechtes getan. Der Direktor, der mich, weil ich zu freiheitsliebend war, nicht leiden konnte, war er trotzdem nicht schlecht zu mir. Sie sind hier in einem Konzentrationslager, sagte er. Sie können hier nicht so leben, wie es Ihnen passt, come le pare, i piace und alles tun, was Sie wollen, inutile. Sie müssen sich an Disziplin gewöhnen, sonst... Ja, ich verstehe, unterbrach ich ihn. Es tut mir leid, dass Sie mit mir böse waren. Wollen wir jetzt Frieden schließen? Ich streckte ihm die Hand hin, sah ihn freundlich an und sagte, Pace. Pace? Hatte mir die Hand gegeben und gelacht. Und meine Freunde haben gesagt, jetzt hält er dich für verrückt. Dabei eigentlich, warum sollte man das nicht sagen? Ne? Und da gab es also ab und zu, zum Wochenende wurde auch getanzt. Nicht, wir hatten dann Platten, es war ja eigentlich damals schon nicht mehr en vogue, dass man amerikanische, also Glenn Miller und so, durfte eigentlich nicht gespielt werden. Aber unser Lagerkommandant, auch sein Schwager, der ganz besonders an amerikanischen Jazz interessiert war, der drückte ein Auge zu und kam selbst und hörte sich das an. Und ob es den gab. Es gab einen sehr großen Schwarzmarkt, der sich immer mehr erweiterte und der dazu führte, dass nachdem das Lager schon über 2 Jahre bestand, dass dann auch französisches Parfum zu haben war. Also es gab beinahe nichts, wenn das genügende Geld da war. Ja, das machte das Leben dort auch erträglicher. Als ich interniert wurde, schrieb ich ihr, ich bin jetzt nach Süditalien gefahren, Mama, weil hier weniger Gefahr ist, was die Bombardierungen betrifft. Und sie antwortete, das freut mich, mein Kind, das hast du richtig gemacht. Sie denkt, ich bin in einer Art Kurort. Ferramonti Tarsia, Provinz Cosenza. Ist es nicht eigentlich wirklich eine Art Kurort? Mit Wanzen, Stacheldraht und Malaria allerdings. Nina Rothstein lebt heute wieder nahe bei Ferramonti. Geht sie noch hin? Wo gehe ich? Gehen Sie heute noch öfter zum Lager Ferramonti, es ist ja nicht weit. Nein. Was soll ich da?
habe dort, ich wundere mich, was, wenn da Leute hingehen, was, erstens schaut es vollkommen anders aus, es ist überhaupt nicht zu erkennen. Also was, wozu? Was habe ich früher viel darüber nachgedacht, ob ich jüdisch bin oder nicht? Jetzt aber weiß ich, dass ich es bin und ich fühle, seltsamerweise, dass es gut ist, das zu wissen. Ich bin nicht mehr schwach, nicht mehr krank. Ich habe auch vor nichts mehr Angst. Aber sonst waren doch in diesen Baracken, sagen wir, von 3, 4, 5 und 6 sehr viele erstmal diejenigen Juden, die nicht in Deutschland geboren waren oder wenn geboren doch von ostdeutschen, von ostjüdischen Eltern. Das heißt kleine Händler, kleine Geschäftsleute, zum Teil auch religiös, sehr viel religiöser, dann aufgewachsen meistens nicht in Großstädten, sondern in polnischen Ghettos oder rumänischen Ghettos und so weiter. Also die brachten natürlich ein völlig anderes Element mit und stießen bei denjenigen, die also aus Deutschland kamen und eine ganz andere Bildung hatten, doch auf ziemliche Vorbehalte. Und es war manchmal traurig zu sehen, dass sie also wirklich behandelt wurden, wirklich wie Menschen zweiter oder dritter Klasse. Denn auch bei gleichem Los vor dem politischen Gesetz und selbst in der Sklaverei macht der Mensch das Recht der Ungleichheit geltend. Gregorovius, 1854. Ja, und zwar von überhaupt nicht Bemittelte bis zu wirklich Wohlhabenden, und zwar sehr Wohlhabenden. Also es hat sich bewahrheitet, dass auch in dem Lager, in einer solchen Schicksalsgemeinschaft, es hauptsächlich auf den sozialen Status ankam. Für die Obrigkeit des Lagers, Faschisten aus Überzeugung oder Faschisten, weil sie müssen, sie sind Italiener und für sie ist nun mal jeder Mensch ein Mensch. Die hier, die Internierten, was sind sie denn für Feinde? Poveretti. Leute wie du und ich. Die Frauen. Welcher Italiener könnte zu einer Frau böse sein? Frauen sind Mütter, Schwestern oder solche, die man gerne im Bett hätte. Der Krieg ist eine maledetta Porcheria. Wäre er nur schon zu Ende, dann könntet ihr nach Hause gehen und wir auch. Keiner von uns hat Lust zum Krieg. Die Freude am Krieg überlassen wir anderen Völkern. Dann gab es eine Synagoge, es heißt also zu dem ersten Zeitpunkt nur eine ganz kleine, die aber sich überhaupt nicht halten konnte, weil die einzelnen Strömungen zwischen den Liberalen und den Orthodoxen so groß war, dass also sehr oft, ich will nicht sagen, zu Mord und Totschlag kam. Aber es gab schon mal Liberale, die nicht aushalten konnten, diese Bestimmung, und den Orthodoxen an ihren Pius gerissen haben. Oder umgekehrt. Ganz gut, dass ich interniert bin, sagt Paul. Draußen, da muss man leben, etwas tun. Hier kann man tot sein, wenn man will. So, lebend gestorben. Im Fascio-Italien wurden gerichtlich 156 Todesurteile verhängt. Davon wurden 88 vollstreckt. In Hitlerdeutschland waren es 16.560 und vollstreckt wurden fast alle. Uno, due, tre. Begleitet von Mazzini, dem Agenten, gehe ich durch das kleine Dorf Tarsia. Schön ist das Dorf in der Ferne und erweckt Sehnsucht. In Wirklichkeit ist es klein, eng, schmutzig. Eine winklige Straße, Häuser, alt verfallen, etwas zwischen Ruinen und Ställen. Kinder laufen neugierig umher, neugierig die Fremden betrachtend, dunkel von Schmutz und Sonne. Man wäscht und kehrt, die Leute scheinen Sauberkeit und Ordnung zu lieben. Warum schaut Tarsia so schmutzig aus? Aber das ist nicht wichtig. Heute habe ich Freigang, sehe einen Tag lang anderes als die Baracken des Lagers. Er erzählt von seinem Vater, faschistischer Milizionär im Lager Ferramonti. Einmal habe sein Vater gesehen, wie ein anderer Milizionär einen Gefangenen beim Baden mit dem Gewehrkolben gestoßen hat. Und sein Vater, Korporal der Miliz, habe den zur Rede gestellt. Nicht mal mit der Stiefelspitze hättest du den berühren dürfen, hat er gesagt. Hör zu, du bist nicht aus Dreck gemacht wie wir alle. Nein, du bist mit Hornvieh und Schweinen geboren,
Deshalb benimmst du dich wie ein Schwein. Sein Vater, der brave Milizionär. Als Nina Rothstein von einem Freigang zurückkehrte ins Lager, lag da ein Brief aus Südfrankreich. Sehe ich plötzlich einen Brief liegen. Also von dort, wo meine Mutter war, aber nicht ihre Handschrift. Und da ist mir schon, also habe ich schon verstanden, dass es etwas Schlimmes ist. Und es war mir ganz schwer, den Brief überhaupt aufzumachen und zu lesen. Und die schrieben mir diese, die befreundet waren mit meiner Mutter. Also wie das war, man hat sie, man musste weg von Frankreich. Und das war ein sehr trauriger Abschied, schrieb sie. Und wir wollen nur hoffen, dass sie wieder zurückkommen kann und ihre Kinder wiedersehen. Also das hat mich, also Sie haben es gelesen, ja, da war ich erledigt. Was wäre Ihnen geschehen, Arthur Leiser, wenn Sie in Deutschland geblieben wären? Dann wäre ich wahrscheinlich da gelandet, wo der größte Teil meiner Familienangehörigen gelandet sind, in Auschwitz. Also Ihre Mutter ist deportiert worden? Deportiert, dieses schreckliche Wort, sehen Sie, ich hatte das so jetzt. Was ist da mit ihr geschehen? Wahrscheinlich, was mit allen geschehen ist. Dann habe ich nichts mehr gehört. Der Künstler Martin Wolf, deutscher Jude, hatte Urlaub bekommen vom Konzentrationslager, weil er persönliche Kunstgegenstände veräußern wollte. Natürlich sofort eingeladen, hat eben seine Sachen da noch verkaufen können, war aber noch nicht ganz fertig. Soweit ich mich erinnere, hat er telegrafiert, ob er noch ein wenig, also diese Zeit überschreiten dürfe, weil er noch einiges verkaufen möchte. Er hat noch mal die Genehmigung bekommen. Leider sind sie nicht dort geblieben, sondern sind dann, ich glaube nicht, dass es von offizieller Seite geschehen ist, denn das Lager bestand weiterhin, in die Nähe von Florenz gekommen und leben nicht mehr. Juli 1943 wird Mussolini gestürzt. Ende des faschistischen Imperiums. Vom Süden her greifen die Alliierten an. Die deutsche Wehrmacht besetzt Nord- und Mittelitalien. Damit sind alle Juden in ihrem Leben bedroht, die Exilierten wie die Italienischen. Man muss sich vor den Deutschen verstecken. Primo Levi. Die Alliierten waren Herren über den Himmel. Vielleicht würden sie am Ende siegen und der Faschismus wäre vorbei. Aber das war ihre Angelegenheit. Sie waren reich und mächtig, wir waren das nicht. Uns hatte man für andersartig erklärt und andersartig würden wir sein. Wir hielten uns aus den dummen, grausamen Spielen der Arier heraus, diskutierten die Dramen von O'Neill oder Thornton Wilder, kletterten auf die Gringene Berge und sangen. Ein Jahr zuvor schon, 1942, hatten deutsche Heeresteile sich in Sizilien einquartiert und hat die junge Bildhauerin Ingeborg Hunzinger ihr italienisches Exil abgebrochen. Es war dann schwierig. Als die Deutschen aus Afrika nach Sizilien zurückkamen, war jede Chance, mit Bildern Ausstellungen zu machen, also Bilder meines sogenannten Mannes, irgendwo Geld zu verdienen, waren zu Ende, weil die Deutschen also alles in Anspruch nahmen oder sozusagen sich überall ausbreiteten. Und es breitete sich auch ein ungeheurer Hass aus, der Sizilianer gegen die Deutschen, weil die einfach so taten, als ob das alles ihrs wäre und ihnen die Mädchen wegnahmen. Also wenn wir beide durch Sizilien fuhren mit dem Zug, das war immer das Glück, dass ich Sprache konnte und dann gleich sagen konnte, dass ich mit diesen Deutschen da nichts zu tun habe. Und das ganze Klima wurde sehr böse. Und da wir ja nur kein Geld mehr hatten, und später habe ich dann überhaupt erst festgestellt, dass es die letzte Chance war, noch aus überhaupt, wenn man sich nicht verstecken konnte. Wir müssen
haben wir uns verstecken müssen. Und mein Vater wollte sich nicht verstecken. Er sagte, die Deutschen sind kultiviert und wenn ich sage, dass ich Beethoven liebe, dann werden sie mich nicht wegschleppen. Und dann war ein russischer Freund, der hat uns aber verstecken lassen. Und seit damals waren wir noch sehr jung. Und damals haben meine Schwester und ich angefangen, ein bisschen in der, wie nennt man das, die Resistenz, etwas zu machen. Und damals habe ich dann alle diese Antifaschisten kennengelernt. Ma l'episodio più bello e interessante. Florian Hettner war als Kind von den Jesuiten versteckt worden, in einer Villa in der Gegend von Frascati, wo auch der deutsche Generalstab sein Quartier hatte. Er schildert die unglaubliche Kaltblütigkeit dieser Jesuiten. Sie luden Kesselring und den Generalstab zum Mittagessen ein und gingen in das Refektorium zu den versteckten Kindern. Verhaltet euch still, nebenan sitzt der Feind. Im Gästesaal nahm Kesselring mit seinem Generalstab das Mittagessen ein und im Raum nebenan aßen die jüdischen Kinder, lautlos. In der Ausstellung ein Dokument vom Treiben der Deutschen im besetzten Italien. Festgenommen wegen Jude. Ein Exilant aus Deutschland. Kurzes Verfahren in diesem Fall. Entlassung durch Erschießen. Es kamen also zwei Leute, haben gesagt, wir kommen von der Baronesse sowieso. Wir sind interessiert, uns die Bilder von Rudolf Levi anzusehen und so weiter. Und da haben diese dummen Bandinis gesagt, da müssen wir einen Augenblick warten, der kommt um diese Zeit immer zum Essen. Das haben sie ja nicht bösartig gemacht, die Armen. Naja, also jedenfalls, der kam noch gar nicht drauf. Auf der Treppe hat man ihm schon, sind sie ja Rudolf Levi, hat man ihn festgenommen. Der Maler Rudolf Levi, 69-jährig, wurde in Mailand vom deutschen Sicherheitsdienst festgenommen, nach Auschwitz transportiert, vergast. Und dann haben wir nichts mehr von ihm, wie gesagt, das war sein Ende. Aber ich habe noch wenige Tage vorher mich mit ihm getroffen, an einem Vormittag, und da sind wir in eine Bar gegangen und haben dort unseren Cappuccino getrunken. Und da saßen wir, und da kommen lauter SS-Leute an die Bar. Und da redet er weiter laut auf Deutsch mit mir. Und da sage ich, Rudolf, Sie können doch hier nicht so laut Deutsch sprechen, das ist doch unmöglich. Ach, du wirst dich doch nicht von diesen Laffen hier irgendwie beeindrucken lassen. Wurde ganz aggressiv und laut auf Deutsch. Und da habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich gehe jetzt, auf Wiedersehen. Und bin weggegangen. Das war das letzte Mal, dass wir uns sahen. Ich habe oft darüber nachgedacht. Es war fast so, dass er das Gefühl hatte, das ist ja menschenunwürdig, sich hier wie eine Maus zu verstecken und seine eigene Sprache nicht sprechen zu dürfen und so weiter. Ja, so irgendwie muss es in ihm. Er war am Ende. Während der deutschen Besetzung 1943 bis 1945 wurden in Italien 6.746 Juden verhaftet und deportiert. Die letzte Arbeit auf Rudolf Levis Staffelei. Sie wollten zurück nach Deutschland? Nee, ich habe mir nichts anderes übrig. Wo sollte ich denn hin? Hatten Sie nicht Befürchtung, dass Ihnen etwas passiert? Naja, ich bin ja erstmal nach Hause. Meine Mutter, unter jüdische Mutter, unter Schutz von Herrn Görig stand, weil mein Vater ein berühmter Wissenschaftler war, habe ich gedacht, ich könnte zu Hause bleiben. Aber mein Vater machte gleich die Tür wieder zu und sagte zu mir, also du bist dir doch klar darüber, dass du hier nicht bleiben kannst. Sieh zu, dass du wieder wegkommst, du gefährdest deine Mutter. Ich war im sechsten Monat. Eine Episode zum Schluss. Ich habe sofort nach der Befreiung wieder meinen deutschen Namen angenommen.
Sowohl im Internat, wo viele Kinder von Kriegsflüchtlingen waren, wie auch in der Schule, als das Leben wieder normal geworden war. Schließlich hatte ich das Recht, kein an den Rand gedrängter oder ein anderer zu sein, sondern ein Bürger wie alle anderen. Ich musste jedoch für meinen deutschen Namen büßen und mich deswegen mit meinen Schulkameraden prügeln. Ein Jahr lang, danach war der Frieden wieder eingekehrt. Das war die brutalste Erfahrung von allen. Sie traf mich völlig unvorbereitet, wirklich unvorbereitet. Darunter habe ich am meisten gelitten.